Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dein YouTube-Channel für alles über Raumfahrt. Ich bin Mo und heute geht es um Mechazilla. Viel Spaß! Da gab es einige Aufregung in der Raumfahrt-Twitter-Community, ausgelöst durch einen Tweet von Elon Musk am 20. Januar, in dem er die Simulation eines Super-Heavy-Boosters zeigt, der sich im Landeanflug auf den Startturm befindet und der dann von zwei riesigen Armen gefangen wird. Die Animation, die ganz nett war, aber eher unter Visualisierung einer Simulation läuft als Hochglanz-Renderings, wie sie beispielsweise Oe von SpaceX 3D Creation Eccentric macht, war gar nicht das Wichtigste. Viel spannender fand ich, dass uns Graphen für Beschleunigung, Rotation und Höhe passend zur Animation gegeben wurden. Aus ihnen konnte man eine ganze Menge herauslesen. Wir schauen uns heute im Detail an, was alles in diesem kleinen Schnipsel-Video versteckt war und sprechen Stück für Stück durch, wie SpaceX aktuell die Landung des Super Heavy Boosters plant. Wie immer bei mir findest du Quellen in den eckigen Klammern, wenn du weiter ins Thema einsteigen möchtest. Wenn dir das Thema heute gefällt, lass dem Video gerne ein Like da. Und wenn du neu auf Senkrechtstarter bist und keine Folge über Weltraumtechnik verpassen möchtest, genau, abonnier doch gerne meinen Kanal, denn hier gibt's ja jeden Montag eine neue Folge von Senkrechtstarter. Ja, und am Wochenende immer die Raumfahrt-News. Okay, nochmal langsam zum Mitschreiben, was SpaceX vorhat. Mechazilla soll mal den nach einem Start rückkehrenden Booster in der Luft fangen. Das heißt, ein beinahe 70 Meter hoher Stahlkoloss von etwa 200 Tonnen wird mit Überschallgeschwindigkeit durch die Wolkendecke brettern. Es wird den auch für die rückkehrenden Falcon 9 Booster typischen doppelten Überschallknall geben. Erst kurz vor dem Boden wird der Starship Booster abbremsen, um dann von einem 150 Meter hohen Stahlturm gefangen zu werden. Nach der Landung setzt dieser riesige Roboter den Booster zurück auf den Starttisch, von dem er nur kurz vorher abgehoben war. Nicht nur das, auch das Starship soll nach einer Rückkehr aus dem Orbit gefangen werden und nach der erfolgreichen Landung von Mechazilla direkt auf den Super Heavy Booster gesetzt werden. Sollte der Plan von SpaceX mit der schnellen, vollständigen Wiederverwendbarkeit aufgehen, wäre so nach dem Auftanken der gesamten Rakete, ist ja immerhin die größte, schwerste und stärkste Rakete aller Zeiten, in nur wenigen Stunden ein neuer Start möglich. Ich muss ja ehrlich sagen, ich war ja immer skeptisch, ob das Fangen von Raketen in der Luft mit einem riesigen Roboter eine gute Idee ist. Vor allem, wenn das finale Starship-Design ja noch gar nicht richtig feststeht, da man in der Entwicklung immer weiter Verbesserungen erzielt und sich das Design so gefühlt wöchentlich ändert. Aber das ist der Unterschied von uns fantasielosen Kleingeistern zu Elon Musk und SpaceX. Eines der Geheimnisse von SpaceX wird sein, dass alles Tun und Handeln immer unter dem Gesichtspunkt bewertet wird, ob es hilft, dem Ziel der Besiedlung des Mars näher zu kommen oder nicht. Aber das wäre ein Thema für ein ganzes Video. Kommen wir zu den Plänen, den Booster und das Starship zu fangen. Richtig konkret wurde das ganze Thema spätestens, als Elon Musk am 30. August letzten Jahres twitterte, dass SpaceX das größte fliegende Objekt aller Zeiten mit Roboterstäbchen fangen wird. Zusammen mit einem Ausschnitt aus dem Film Karate Kid von 1984, in dem Mr. Miyagi versucht, eine Fliege mit Essstäbchen zu fangen. Und Essstäbchen sind auf Englisch Chopsticks, die nun den Fangarm des Startums ihren Namen geben. Die Elon Musk-Experten unter euch werden seine Vorliebe für die japanische Kultur vermutlich kennen. Im Nachhinein würde ich persönlich einen Tweet aus dem Jahr 2018 als erstes Aufpoppen der Idee interpretieren. Da tweetete Elon Musk: "Es ist Zeit, einen Mecha zu erschaffen." Und passenderweise steht seit spätestens April 2021 der Kosename für den Start- und Fangturm fest: Mechazilla, also ein Roboter in Form von Godzilla. Und mit viel Fantasie kann man in dem Startturm mit seinem Kopf, in dem sich die Umlenkrollen für die Chopsticks befinden, und den Chopsticks als Arm die Silhouette von Godzilla erkennen. Dank des 24-Sekunden-Videos von Elon Musk wissen wir nun ziemlich genau, wie SpaceX sich derzeit das Landemanöver auf den Chopsticks vorstellt. Bevor wir das Video Schritt für Schritt auseinandernehmen, hier geht ein riesen Dankeschön an Chris von Schiffersoft, der die Graphen aus dem Video von Elon Musk in CAD nachgezeichnet hat und daraus Wertetabellen erstellt hat. Mit diesen Werten konnte dann Aeneas seinen Excel-Simulator füttern und rückwärts ab dem Punkt der Landung über die Beschleunigung die Lage und die Geschwindigkeit des Boosters ermitteln. Diese zeitabhängigen Koordinaten gingen dann an Oe, der damit seine 3D-Animation gefüttert hat. Ich glaube, es ist nicht übertrieben zu sagen, dass die daraus entstandenen Animationen das Beste und Genaueste werden, was es aktuell außerhalb von SpaceX frei verfügbar im Internet gibt. Chris, Aeneas und Oe, ihr seid so krass. Vielen, vielen Dank für euren Einsatz für die Raumfahrt-Community. Hashtag Team Space. Aber zurück zu dem Video von Elon Musk. Was wir in dem Video von Elon Musk sehen, sind die letzten 20 Sekunden des Boosterfluges vor der Landung auf den Chopsticks. Damit ihr die Daten der Animation richtig zuordnen könnt, sei hier kurz erklärt, auf was für ein Koordinatensystem sich die Graphen beziehen. Der Ursprung des Koordinatensystems liegt sehr wahrscheinlich im Massenmittelpunkt des leeren Boosters. Für jede der drei Raumrichtungen ist eine Achse vorhanden. Die X-Achse ist dabei identisch mit der Booster-Längsachse und ist nach oben positiv. Die Y- und Z-Achse stehen senkrecht zur X-Achse und sind jeweils auf einer gedachten Ebene zwischen den Gitterflossen. Die grüne Y-Achse liegt auf der Ebene zwischen den engen Gridfins-Abständen. Die Z-Achse liegt auf einer Ebene, die mittig durch den großen Abstand der Gridfins geht.
Body Acceleration ist die Beschleunigung, die der Booster während der Simulation erfährt. Body Rates sind die Drehraten um die jeweiligen Raumachsen. Und Altitude, also Höhe, ist, denke ich selbsterklärend, die Höhe über dem Boden. Die Simulation startet bei Null in einer Höhe von etwa 1800 Meter über dem Boden. Mit fast 980 km/h muss der Booster nur kurz vorher in den Unterschallbereich eingetreten sein. Bevor wir den Flug weiter analysieren, hat dir mein Video bis hierher gefallen? Ja, dann nicht. Vergessen zu liken und wenn du mehr Raumfahrttechnik-Videos sehen magst, genau, abonniere unbedingt meinen Kanal, denn hier gibt es ja jeden Montag eine neue Technikfolge von Senkrechtstarter und am Wochenende immer die News. Wie gesagt, mit knapp unter 1000 km/h ist der Booster nur Sekunden vorher durch den Luftwiderstand in den Unterschallbereich eingetreten. Da zu diesem Zeitpunkt laut dem Beschleunigungsgrafen noch keine Beschleunigung auf den Booster wirkt, würde ich davon ausgehen, dass diese Bewegungssimulation ohne Luftwiderstand berechnet wurde. Der würde sonst bei dieser Geschwindigkeit eine signifikante Bremsbeschleunigung auf den Booster ausüben. Mit etwa 10 Grad Neigung rast der Booster aus nördlicher Richtung auf den Startturm zu. Um abzubremsen, werden ab Sekunde 1 die zentralen, schwenkbaren 9 Raptor-Triebwerke des Boosters gezündet. Die Beschleunigung des Boosters nimmt schlagartig auf bis zu 50 Meter pro Sekunde Quadrat zu, also etwa das Fünffache der Erdbeschleunigung. Das bremst den vermutlich über 200 Tonnen schweren Booster in nur 4 Sekunden von knapp 1000 km/h auf 500 km/h ab. Das sehen wir auch an dem großen Ausschlag auf der roten Kurve für die Beschleunigung in Booster-Längsachse. Da der Booster ja noch etwas schräg steht, nehmen die neuen Raptoren nicht nur die Fallgeschwindigkeit aus dem Booster, auch die horizontale Geschwindigkeit wird aus dem Booster genommen. Hätte man bei Sekunde 1 die Raptoren nicht gezündet, würde der Booster durch die 160 km/h horizontaler Geschwindigkeit südlich des Startturms im Sumpf einschlagen. Jetzt wird einem auch klar, warum das Startgelände nicht direkt östlich vom Meer angeflogen wird, sondern aus nördlicher Richtung. Sollte etwas schief gehen, kann man so leichter auf dem unbebauten Gebiet im Süden aufschlagen, da das Startgelände von SpaceX ja bekanntlich langgezogen ist. Etwa ab Sekunde 4 dreht der Booster um seine Y-Achse und beginnt sich aus der leichten Schräglage in die Senkrechte zu drehen. Auch diese Bewegungsänderung können wir in grün für die Y-Achse auf dem mittleren Graphen mit den Drehgeschwindigkeiten sehen. Um diese Drehbewegung um die Y-Achse auszuüben, braucht es einen Moment. Dieses Moment kommt sehr wahrscheinlich aus der Schwenkbewegung der Schubvektorsteuerung. Die für dieses Moment verantwortliche Kraft sehen wir dann als Beschleunigung in Z-Richtung, der kleine blaue Hügel kurz vor Sekunde 5. Bei Sekunde 6 in einer Höhe von nur noch 620 Meter über dem Boden schalten sich 6 der 9 Raptoren aus. Das sehen wir an dem krassen Einbruch der Beschleunigung in Booster-Längsachse, in Rot für die X-Achse. Hier wirkt kurzzeitig mit 9,8 Metern pro Sekunde Quadrat nur etwa 1 G auf den Booster. Die 3 verbliebenen Raptoren fahren ihren Schub wieder hoch. Das können wir sowohl in der Beschleunigung als auch an den Vektoren, die aus dem unteren Ende des animierten Boosters züngeln, erkennen. Mit etwa 20 Metern pro Sekunde Quadrat bremsen die 3 Raptoren den Booster weiter ab. Der Booster ist bei Sekunde 7 nur noch 530 Meter über den Chopsticks und immer noch 340 km/h schnell. Wobei der Booster jetzt fast nur noch vertikal fällt. Diese Restgeschwindigkeit wird von den 3 Raptoren weiter mit relativ konstantem Schub und natürlich viel Steuerbewegung der Schubvektorsteuerung abgebaut. Bei Sekunde 15 ist der Booster nur noch etwa 60 Meter von den Chopsticks entfernt und hat immer noch eine Fallgeschwindigkeit von gut 100 km/h. Sekunde 16. Der Booster ist bereits zwischen die Chopsticks eingetaucht und die Haltepunkte auf der Höhe der 4 Gridfins sind jetzt nur noch etwa 35 Meter vor dem Aufsetzen. Der Booster ist jetzt nur noch 25 km/h schnell. Vermutlich durch Näherungssensoren gesteuert, bewegen sich die Chopsticks wie eine Zange weiter auf den Booster zu. Sekunde 19. Die 3 Raptoren regeln weiter runter und halten den Booster annähernd in der Schwebe. Es sind nur noch 3 Meter bis zum Aufsetzen. Bei Sekunde 21 kann man klar auf den Graphen für Beschleunigung und Drehrate sehen, dass der Booster einen der Chopsticks seitlich berührt. Der Kontakt muss rechts stattgefunden haben, denn die Drehung um die Z-Achse ist zuerst positiv und die Schubvektorsteuerung kompensiert dann im nächsten Ausschlag negativ nach unten. Die orangene Darstellung des Abgas am Boden wackelt hin und her und auch die Schubvektoren, die unter dem Booster durch Pfeile angedeutet sind, züngeln wild hin und her. Die Schubvektorsteuerung wird hier ganz schön zu arbeiten haben. Das kennst du vielleicht von Kameradrohnen, die Windstöße oder das Anticken mit dem Finger kompensieren. Bei Sekunde 22 werden die Raptoren in kurzer Folge eines nach dem anderen abgeschaltet und der Booster fällt in die Haltepunkte. Hier passiert etwas, was wir noch nicht ganz einordnen können. Denn erst wird die Beschleunigung deutlich kleiner als 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat und wäre damit ein Indiz für eine kurze Phase des freien Falls, wenn die Triebwerke abschalten, gefolgt von einer Dämpfung. Wir glauben, dass die Chopsticks dafür eigens über ein Dämpfersystem verfügen. OHA hat dafür auch eine perfekte Stelle gefunden. Diese in der Höhe etwa 1 Meter beweglichen Schienen würden nur noch Hydraulikzylinder fehlen. Passenderweise gibt es hinter dem Chopstick-Gelenk Aufnahmen für Kolbenspeicher, die den Druck aus Hydrauliköl an ein kompressibles Gas weitergeben könnten und mit den Hydraulikzylindern so als Dämpfer wirken könnten. Was meinst du, wäre das plausibel? Oder für was könnte man diesen Mechanismus sonst brauchen? Schließlich sind die Chopsticks ja
als Ganzes in der Höhe verfahrbar. In alles weitere ab Sekunde 25 würde ich jetzt nicht mehr allzu viel reininterpretieren. Der Booster zuckt da noch ganz schön wild für ein über 200 Tonnen schweres 70 Meter Stahlungetüm. Also vermutlich Datenfehler. Und so lassen wir den Zeitbereich nach der eigentlichen Landung mal besser in der Analyse weg. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum man so einen Aufwand betreibt und so ein riskantes Manöver direkt an der teuren Startinfrastruktur durchführt. Wenn was schief geht, geht nicht nur der Schaden in die Millionen, sondern man läuft ja auch Gefahr, seine Starts für Reparaturen komplett aussetzen zu müssen. Dass der Startturm hervorragend als Integrationsturm taugt, um den Booster auf den Starttisch zu stellen, könnt ihr in der grandiosen Animation von Ryan Hansen sehen. Und falls euch der Startturm und der Starttisch bekannt vorkommen, die hat Owe zu der Animation beigetragen. Vielen Dank für eure großartige Arbeit. Hashtag Team Space. Aber zurück zu der Frage, warum man den Aufwand mit dem Fangen betreiben sollte. Das Naheliegende: man spart sich natürlich die Landebeine. Nicht nur aus der Obsession von Elon Musk, best part is no part, das beste Teil ist kein Teil heraus, ist das eine gute Idee. Sondern natürlich auch dann, wenn es um Gewicht geht. Hier spielt eine besonders wichtige Rolle, dass ich auch für eventuell etwas Härtelandungen planen muss. Während mich das Mehr an Gewicht durch Sicherheitsfaktoren in einer Rakete extrem ärgert, ist es in der Startinfrastruktur nahezu egal, ja, ob ich mit Stahl alles etwas stabiler baue. Der Hauptpunkt wird aber vermutlich die Rapid Reusability sein, also das schnelle Wiederverwenden mit mehreren Flügen pro Tag. Was dafür spricht, ist die Mechanik an den Chopsticks. Wie ihr auf den Animationen von Owe sehen könnt, ist die Mechanik dazu in der Lage, den Booster nach dem Fang so auszurichten, dass er passgenau wieder auf den Starttisch gestellt werden kann. Während der Booster jetzt theoretisch nur noch betankt werden muss, stellt sich nun die Frage, wie das Starship abgesehen von dem Treibstoff schnell beladen wird. Aber ich bin mir sicher, dass SpaceX sich auch dazu schon Gedanken gemacht hat. Für Flüge zum Mond und Mars braucht das Starship aber mehrere Treibstoffzubringerflüge. Und vielleicht ist das ja das Problem, welches mit Mechazilla zuerst gelöst werden soll. Für Rakete zusammensetzen und betanken kann ich mir keinen schnelleren Weg vorstellen, als das, was SpaceX mit Mechazilla hier vorstellt. Und das, bevor auch nur eine andere Orbitalrakete außer der Falcon 9 von SpaceX eine Wiederverwendung demonstriert hat. Also wenn ich in einer Firma arbeiten würde, die ihr Geld mit der Produktion von nicht wiederverwendbaren Raketen verdient, ja, würde ich mir spätestens jetzt Sorgen um meinen Job machen. Einen ersten Test mit Starship 20 oder Booster 4, der das Heben und Zentrieren mit den Chopstick testet, würde ich in den nächsten Wochen erwarten. Auch wenn es vor März definitiv nicht zu einem Flugtest kommt und der erste Flug ja noch nicht das Boosterlanden testen wird, haben wir noch etwas Zeit, um den Mechanismus völlig zu entschlüsseln. Weil das Wiederlanden von Raketen so ein spannendes Thema ist, schauen wir uns das am Beispiel der Falcon 9 im Detail an. Die Booster der Falcon 9 landen jedoch etwas anders. Mit dem sogenannten Suicide Burn, der Selbstmörderlandung, landen die Falcon 9 Booster extrem aggressiv. Warum das so gemacht wird, das klären wir dann nächste Woche. Hier nochmal ein großes Lob und Dankeschön an Chris, Eneas und Owe für die super Leistung. Owe ist aktuell dabei, die gesamte Simulation in seiner typischen Qualität in 4K zu rendern. Das wird leider noch ein paar Tage dauern, weil es sehr, sehr rechenintensiv ist. Aber ich bin mir sicher, das Warten ist es wert. Und vielen Dank an Felix, der uns bei unseren Annahmen mit SpaceX Insider-Infos auf Kurs gehalten hat. Hier kann ich auch die aktuelle What About It-Episode sehr empfehlen, die noch viel besser erklärt, warum SpaceX das Fangen von Starship und Booster mit dem Mechazilla macht. Wenn ihr im Detail wissen wollt, wie die Jungs den Flug entschlüsselt haben und woher Felix eigentlich immer seine Insider-Infos her hat, ja, wir machen diesen Mittwoch um 21 Uhr einen Livestream auf Senkrechtstarter für euch. Auch möchte ich mich bei Nick Henning und Ryan Hansen bedanken, dass ich ihre Animationen benutzen durfte. Folgt den Jungs unbedingt bei YouTube und Twitter. Last but not least, vielen Dank Matt Kutschel für das Bild, aber vor allem den geilen Sound. Ich bedanke mich natürlich auch bei euch fürs Reinschalten. Ganz großes Dankeschön geht an die Community fürs Liken, Kommentieren und Teilen meiner Videos. Besonderer Dank geht wie immer an meine Schutzengel, die mich durch eine Patreon- oder YouTube-Kanalmitgliedschaft unterstützen. Als kleines Dankeschön für eure Unterstützung bekommt ihr die Videos vorab und ohne YouTube-Werbung. Ihr helft mit, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern. Ja, wenn du die neuesten Entwicklungen in der Raumfahrt nicht verpassen möchtest, abonniere gerne meinen Kanal, denn hier gibt es ja jeden Montag eine neue Folge von Senkrechtstarter. Ich hoffe, die Folge heute hat dir gefallen. Wenn ja, Like da lassen. Bis nächste Woche. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.